So, wir sind am Üben. Und zwar haben wir gerade aufs Dach geguckt und wollten hier einige Sachen lösen. Und was begegnet uns da? Ja, wieder. Diese Gleichung ist zu lösen. Also ich mache jetzt Pause, ihr zu Hause macht auch Pause und dann sehen wir uns wieder. Löst die Gleichung, aber schnell. Eins können wir machen, auf der linken Seite können wir kürzen, und zwar die Ems. Das geht. Ansonsten hier nicht kürzen, denn Summen kürzen nur die Dummen. Wir machen weiter. Wir kümmern uns erstmal um die 3,8 Meter. Das steht durch 3,8 Meter, also lösen wir das so. Jetzt haben wir hier nur noch 3 halbe. Mal gehört auf den Bruchstrich, 3,8 Meter. Bruchstrich weiterziehen ist gleich 4 Meter plus x. Jetzt können wir hier drin kürzen. Durch 2. Und durch 2 ist 1,9. Jetzt könnte man hier 3 mal 1,9 ausrechnen. Sollte man auch tun. 3 mal 1,9 ist meistens 5,7 Meter. Und hier als nächsten Schritt, da 4 Meter stören, minus 4 Meter. Minus 4 Meter ist gleich x. Und dann haben wir das Ergebnis 1,7 Meter ist gleich x. Ich hoffe, das hat keine Schwierigkeiten bereitet. Das war eine, sagen wir mal, eine Übung aus Mathe und Physik und Chemie. Warum Chemie? Weil es handelt sich hier um eine Verhältnisgleichung und wir sagen, das verhält sich zu dem, wie das Ganze zu dem. Das gleiche bei Verhältnisgleichungen, gleiche Verhältnisgleichungen, die kann man auch anwenden, zum Beispiel bei, nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. H2SO4 und Natriumhydroxid, und daraus wird, jetzt ist mir die Gleichung ein bisschen zu groß, das werde ich mal auf der anderen Seite machen. Ne, wir wollten jetzt keine Schwefelsäure mit Natriumhydroxid reagieren lassen, sondern Eisen und Sauerstoff soll sich in diesem Fall zu Eisendreioxid umwandeln. So. Wie gehen wir bei? Wir gucken ins Tafelwerk und ermitteln die einzelnen Atommassen der einzelnen Stoffe. Gucken wir mal rein. Jetzt könnte man das ganz stur so ausrechnen. Ein Haken hat es. Wir gleichen erst jetzt aus diesmal. Normalerweise gleicht man vorher aus, aber wir machen es jetzt mal anders, damit wir sehen, dass es trotzdem funktioniert. So, ausgleichen. Also, schauen wir, wie viele FEs haben wir hier? Zwei. Os haben wir sogar drei. Einfacher Trick. Wir nehmen den ganzen Kram auf der rechten Seite mal 3. Jetzt habe ich hier 6 O's. Wenn ich hier ein 2 davor schreibe, habe ich 2 mal 3 ist 6 und 2 mal 2 ist 4, also eine 4 davor. Ich nehme mal diese roten Zahlen und schreibe die jetzt mal dazu. 4 mal. Und jetzt sieht man, dass es eben auch dann noch ginge, wenn man erst später ausgeglichen hat. Und hier 3 mal den ganzen Kram. Und hier könnte ich jetzt, aber das interessiert mich nicht. Und zwar, mir geht es jetzt um Folgendes. Wir wollen mal. Das machen wir mal in Kilogramm. Wir wollen mal 2 Kilogramm Eisen. 2 Kilogramm Eisen mit Sauerstoff reagieren lassen und wollen mal in Kilogramm, nicht in Litern oder sowas, sondern in Kilogramm mal ermitteln, wie viel Kilogramm Sauerstoff wir brauchen. Und dann werdet ihr euch wundern. Dazu schreiben wir hier in diesem Fall meinetwegen x. Jetzt stellen wir mal die Verhältnisgleichung auf. Entweder, achso, eine Verhältnisgleichung in diesem Fall heißt ja, x muss dann irgendwie alleine stehen. Ich wäre jetzt schlecht beraten, wenn ich das Ganze oben hinschriebe, denn dann müsste ich sowieso stürzen. Also schreibe ich gleich das x oben hin und hier die 2 Kilogramm. Hier ist mein ist gleich. Und jetzt schreibe ich den ganzen anderen Kram da drunter. 4 mal 56 U und hier 3 mal 2, das fasse ich jetzt mal wirklich zusammen. 3 mal 2 ist 6 mal 16 U, damit ich nicht ganz so viel schreiben muss. Und selbst dann geht es noch. Denn wie löst man die ganze Geschichte? Mal 6 mal 16 U. Ich habe jetzt keine großen Rechneroperationen aufgeführt. Schreibe hier in 2 Kilogramm mal 6 mal 16 U. Darunter die 4 mal 56 U. Und hier bleibt mein x alleine stehen. Und jetzt kümmere ich mich ums Kürzen. Jetzt gucken wir mal an. Ich mache das wieder ein bisschen heller. Dieses U und dieses U kürzt sich. Da bleibt eine 1. Jetzt kann ich beigehen und sagen, 4 und die 16, das passt so schön, ist eine 1 und hier eine 4. 56 ist durch 2 teilbar, also da wäre
Wäre mal hier schon was zu machen. Die 2 wäre weg. Ist eine 1. Und 56 durch 2 ist meistens wie viel? 28. Einverstanden? 28. Ach, jetzt gehe ich nochmal bei. Die 4, die kürzt sich weg, denn mit der 28 habe ich hier eine 7. Jetzt bin ich schon fast fertig. Gucken wir mal, was übrig geblieben ist. Hier bleibt eine 1 übrig. Hier eine 1. Hier eine 1, eine 7. Alles anders durchgestrichen. Hier eine 1, hier eine 1, hier das Kilogramm und die 6. Na, jetzt ist gar nicht mehr so schlimm, ne? Jetzt fassen wir den ganzen Kram zusammen. 1 mal 6 mal 1 mal 1 mal 1 mal Kilogramm, 6 Kilogramm. Oben auf dem Bruchstrich. Und unten auf dem, unterm Bruchstrich steht noch eine 7. 6 Siebtel Kilogramm ist gleich x. Das ist die Masse an Sauerstoff, die wir brauchen. Das ist fast ein Kilogramm. Wenn man jetzt nebenbei mal ins Tafelwerk guckt und sagt, Sauerstoff, was hat denn das für eine Dichte? Wie viel Sauerstoff brauchten wir denn? Jetzt wird es richtig lustig. Gucken wir mal ins Tafelwerk. Dichte von Sauerstoff. Von echter Sauerstoff, nicht Luft. Luft brauchen wir gleich. Jetzt haben wir die Dichte von Sauerstoff mal rausgesucht. Das ist 1,429 Gramm. Das soll ein G sein. Gramm mal Zentimeter hoch minus 3. Wenn etwas hoch minus 3 ist, dann kann man das auch so schreiben. Die Dichte von O2 ist demzufolge, Zahlen lassen wir, 1,429 Gramm und Zentimeter hoch 3 kommt unten drunter. Das Minus bedeutet, es kommt unter den Bruchstrich. Das bloß nebenbei, machen wir später noch. Gramm pro Kubikzentimeter. Die Dichte von Luft, die weiß ich zufällig, die, mit der werden wir uns auch gleich beschäftigen. Die Dichte von Luft ist 1,29 Gramm pro Kubikzentimeter. Wenn wir hier in Kilogramm rechnen, habe ich einen Vorschlag. Wir machen mal was anderes. Wenn ich das mal 1000 nehme hier oben drauf, ich mache es mal mit Rot, mal 1000 und hier unten demzufolge auch mal 1000, dann habe ich hier nichts verändert. Hier mal 1000, hier mal 1000. Eine Frage, was bedeutet ein Gramm mal 1000? Dann kann ich auch schreiben, Kilogramm und Kubikzentimeter mal 1000 ist Kubikdezimeter, genau. Aha. Also kann ich das auch entsprechend anders schreiben. Kommen wir gleich drauf. Wir nehmen das hier mal als ein knappes Kilo. 6 Siebtel. Wie viel ist 6 Siebtel? Kann man schnell mit dem Taschenrechner ausrechnen, tippen. So, 0,857 entspricht dieser Wert, denn mit 6 Siebtel lässt sich nicht viel anfangen. Machen wir mal mit diesem Wert weiter. Ich brauche also 0,857 Kilogramm O2. Das ist der Wert, mit dem wir jetzt gleich weiterrechnen. Jetzt eine andere Frage und dazu müssen wir uns am besten eine Skizze machen. Sagt mal, wie viel Sauerstoff ist denn in der Luft? 21%. Sagen wir mal rund 20%, okay, ist richtig. Jetzt kann man mal eine Skizze machen. Wenn ich mir einen Kubikdezimeter, und jetzt kommen wir gleich an eine andere Sache. Ihr müsstet eigentlich hier schon ein bisschen meckern. Na, mal sehen. So, und bevor wir jetzt mit der Skizze beginnen, eigentlich müsste uns anhand der Skizze Folgendes klar werden. Das ist, Kubikdezimeter heißt da ein Dezimeter mal ein Dezimeter mal ein Dezimeter. Ne? Und das haben wir ja bloß umgesetzt. Das wäre ein Kubikdezimeter. Hier, dieser eine Kubikdezimeter. Mhm. So, ein Kubikdezimeter ist ein Liter. Ne? Andererseits 1000 Kubikzentimeter. Ne? Im Tafelwerk steht 1,429 Gramm pro Kubikzentimeter. Nee, da steht noch etwas hoch minus 1 und so ein Kram. Da steht nämlich nicht das, sondern da steht mal, und das sieht aus wie eine 1. Ich schreibe es jetzt mal als Liter hoch minus 1. Jetzt können wir hier sagen, das ist also, warum sage ich gleich nochmal, das sind 1,429 Gramm pro Liter. Der Irrtum müsste uns eigentlich, dieser Irrtum hier, der müsste uns an folgender Stelle auffallen. Jeder weiß, dass die Dichte von Wasser ziemlich genau 1,0001, also 1 Gramm pro Kubikzentimeter ist. Mit anderen Worten, das entspräche einem Kilogramm pro Kubikdezimeter. Wenn ich diesen Wert hier, diesen mit dem Vergleiche, heißt das, dass Luft oder Sauerstoff
in diesem Fall, wenn ich so umgerechnet hätte, wenn das nicht auffällt, dass Sauerstoff schwerer oder Luft auch schwerer als Wasser ist. Und an der Stelle müssen wir nämlich dann aufpassen. Das geht so nicht. Hier, das passt nicht. Das passt nicht. So, das heißt also, Gramm pro Liter. Wir können diesen ganzen Kram hier löschen, weil es wirklich witzlos ist. Und spätestens an der Skizze fällt uns sowas nämlich auf, wenn ich sage, was? Ein Liter? Hier, das ist ein Liter. Und da soll Luft so schwer sein. Also, kommen wir wieder zu unserem Kram zurück. Die Dichte von Luft, das ist ein Gemisch, ist 1,29 Gramm pro Liter. Wir wollten aber sagen, lass uns das mal in Kilogramm umrechnen, dann wären das entsprechend 1,29 Gramm mal 1000 Kilogramm. Liter heißt Kubikdezimeter, also pro Kubikmeter. Ein Würfel von 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter enthält 1,29 Kilogramm Luft oder in diesem Fall Sauerstoff. Gut, bis dahin erstmal. Das müssen wir jetzt nochmal diskutieren. Jetzt könnte man ja sagen, das geht so und das geht auch mit molarer Masse auszurechnen und so weiter. Wir lassen diesen Aufgabenkomplex jetzt mal beiseite. Wir lassen es mal beiseite. Wir machen mal jetzt rein mathematisch weiter mit Verhältnisgleichungen. Und zwar immer noch aus allen Bereichen. Das hier oben war klar, ne? Oder? Das hier oben? Ja. Ich könnte auch Folgendes sagen. Ich könnte auch sagen, ich gehe in den Laden und sage, ich möchte, schreibt mal mit, ich möchte mir Zucker kaufen und frage den Kaufmann, geben Sie Rabatt? Sagt er, naja, wie viel wollen Sie? Naja, ich weiß nicht, ich glaube so 4 Kilo. Dann sagt der Kaufmann, nix ist ab, ungefähr 20 Kilo, da kann ich Ihnen Rabatt geben, alles andere machen wir nicht. Sage ich, gut, okay, was kostet eine Tüte Zucker? Das ist ein Kilogramm, sagt er, ein Kilogramm Zucker entspricht 0,95 Euro. Also der sagt natürlich 95 Cent. Ne? Gut, sage ich. Wir machen das jetzt mal ganz, ganz billig. Gut, sage ich, wenn Sie sowieso keinen Rabatt geben, für meinen Kuchen brauche ich lediglich 350 Gramm. Also nötig 350 Gramm Zucker. Dann sagt der Kaufmann, ich finde das zwar ein bisschen frech, aber ich verkaufe Ihnen den trotzdem zum ganz normalen Preis, wie es sich gehört. Wie viel wird der Kaufmann wohl errechnen? Der echte Preis. Der Preis für 350 Gramm. Also Preis 350. Ne? So könnte man es sagen. Die Verhältnisgleichung ist diese hier. Diese. Wenn ich die einmal aufgestellt habe, ist die Sache gelaufen. Ne? Das ist praktisch meine Tabelle, die ich sonst beim Dreisatz mache. Einfach umgedreht. So, wenn ich das raus habe, ist der Rest Pillepalle, dann kann ich mal 350 Gramm und so weiter. Jetzt komme ich auf 33,25 Cent. Der Kaufmann müsste eigentlich abrunden. Wenn er Kumpel ist und sagt, der Köhler, der kommt sowieso immer wieder, dann gebe ich jetzt dem ollen Köhler diese 33, für 33 Cent seine 350 Gramm. Aber in diesem Fall wird wohl jeder Kaufmann sagen, komm, 35 Cent und dann geh nach Hause. Hau ab mit dem Zeug. Weil er wiegt erst extra ab, er holt eine Tüte aus dem Lager, das kostet auch alles Geld. Ne? Also das bloß nebenbei. So, Verhältnisgleichung. Nochmal, das funktioniert hier genauso. Das war meine Verhältnisgleichung. Wenn ich es einmal habe, egal. Mir kam es hier auf was anderes an. Ich muss nicht mal rechnen, das heißt, ich könnte sogar alle meine Werte drunter schreiben. Ich muss natürlich dann entsprechend beim Gleichung umstellen aufpassen. Verhältnisgleichung. Hier haben wir sie. Immer wieder das Gleiche. Es funktioniert bei folgendem Beispiel nicht so, denn hier haben wir es ja mit Proportionalität zu tun. Je mehr, umso mehr. Also je größer ein Schwein ist, umso mehr muss es wohl gefressen haben oder ne, und so weiter. Sondern bei folgendem Fall haben wir es nicht so. Da müssen wir anders schreiben. Schreibt mal mit. Wenn unsere Klasse jetzt hier, wir nehmen mal 20 Mann an, also 20 Leute, die Aufgabe kriegen, vom Hausmeister unten den gesamten Sportplatz abzufegen, abzukärchern, alles sauber zu machen und so weiter.
Dann veranschlagen wir dafür 4 Stunden. Jetzt sagt der Hausmeister, wisst ihr was? 4 Stunden bei der Hitze, das ist sowieso zu schade. Ich bringe euch noch 40 Leute dazu. Das heißt, wie viel Zeit brauchen wir, wenn wir 40 Leute mehr haben? 40 Leute mehr. Wie müssen wir die Gleichung jetzt aufstellen? Wenn man diese Gleichung so aufstellt, wenn man es so denkt, dass das klappt, ich sage immer zu den Schülern, Achtung, wenn irgendwas mit der Zeit ist, dann muss man aufpassen. Wenn man jetzt sagt, naja, komm, dann kürzen wir mal die Leute raus, das geht schon mal, hier die Nullen, die streiche ich mal weg. 6 und 2, das mache ich auch mal zu einer 3, das ist ja schön. Achso, jetzt mal 4 Stunden, dann heißt die nächste Zeile 3, bleibt ja übrig, mal 4 Stunden sind 12 Stunden. Ne, sagt dann jeder halbwegs begabte Hauptschüler. Neuerdings brauchen wir mehr Zeit, wenn wir mehr Leute haben? Ne, da stimmt was nicht. Und genau, das stehen sich alle im Weg, ja. Das Problem löst man an der Stelle, indem man sagt, Moment mal, wenn irgendwas mit der Zeit ist, habe ich es doch meistens mit Antiproportionalität zu tun. Dann nimmt man einfach den Stift und streicht diese Sache sauber durch und setzt die Gleichung nochmal neu an. Ne? Das geht so nicht. Denn bei Antiproportionalität habe ich es mit Produktgleichheit zu tun. 20 Leute mal 4 Stunden ist gleich 60 Leute mal t durch 60 Leute. Und schon wird es besser. Dann steht hier 20 Leute mal 4 Stunden durch 60 Leute ist gleich t. T von 40 Leuten mehr. Ne? So, jetzt kommt Handwerkszeug. Die Leute, die kürzen sich. Die Nullen kann ich wegstreichen. Ah ja, fangen wir mal an zu kürzen. Durch 2 ist 1, ist 3. 4 Drittelstunden. Das ist ein akzeptables Ergebnis, denn das ist ein bisschen mehr als eine Stunde. 4 Drittelstunden. Aber das können wir besser. Eine Drittelstunde hat 20 Minuten. Also sagen wir, eine Stunde und 20 ist unsere Zeit. Also schreiben wir es. Eine Stunde und 20 Minuten. Das ist die Zeit. Und das ist logisch. Klar, wenn ich viel mehr Leute habe, dann brauche ich viel weniger Zeit. Antiproportionalität, liebe Leute, ist auch ein Verhältnis. Plus, wir müssen aufpassen, dass wir diese Verhältnisgleichung anders aufstellen. So funktioniert sie. Moment. Jetzt sieht das so aus, als wenn ich hier nur hätte das Komma verschieben müssen. Nochmal bitte, 1,2 Stunden ist was anderes. Jetzt sind wir schon bei der nächsten Übung. Nehmen wir mal an. Ich habe eine Drittelstunde. Wie kann man die umrechnen? Ich kann Folgendes sagen: eine Drittel. Und statt Stunde schreibe ich, hier steht ja immer ein Mal dazwischen, mal 60. Ich schreibe jetzt mal Minuten und nicht dieses Hochkomma. Aha. Eine Drittelstunde, dreimal ein Drittel ist, ne, dreimal 20 Minuten, jetzt komme ich da wieder hin. So hängt es zusammen. Probieren wir mal 0,2 Stunden. Probiert ihr das mal aus. Rechnet ihr das mal genauso um wie eben. Genau. Kann man sich einfach machen. Wir dürfen nicht vergessen, physikalische oder egal welche mathematisch zusammenhängenden Größen sind immer ein Produkt aus einer Zahl und einer entsprechenden Größe. Sonst ist es nichts wert. Sonst ist es nur eine Zahl. Da kann ich auch Euro oder Kilogramm oder Katzen. Habt ihr die Katze heute Morgen gesehen? Oh, warte mal, ich mache mal Pause. So. Jetzt machen wir das Gleiche. Wir sagen 0,2 und statt Stunden sagen wir 60 Minuten. Ne? Eine Stunde hat 60 Minuten. Und plötzlich wird auch klar, weshalb das Folgendes rauskommen muss. 0,2 mal 60, kann ich auch sagen 12 Minuten. Peng. So funktioniert das. Hier haben wir 20 Minuten gehabt. Ne? Das waren 20 Minuten. So. Machen wir das Ganze mal mit Sekunden. Und zwar, wir lösen mal Folgendes auf. Das sind 1,234 Stunden, bitte in Sekunden. Das möchte ich raus haben. Also Ergebnis in Sekunden. Wie machen wir das? Da haben wir es. Wir schreiben einfach die 1,234 hin und nehmen dann mal 60 mal 60, 3600 Sekunden und haben das ganze Ergebnis in Sekunden. Drehen wir die Geschichte mal ein bisschen um.
90 Kilometer pro Stunde. Ich mache das gleich mal so, damit euch das besser auffällt. Möchte ich in Metern pro Sekunde. Jetzt einfach die beiden Dinge umwandeln. Ich möchte echte Meter haben pro Sekunde. Hier, das möchte ich raus haben. Macht mal. Einfach hinschreiben. 90, wir haben jetzt hier schon gekürzt, wenn man das sieht. 90 mal und Kilometer ist 1000 Meter. Stunde sind 3600 Sekunden. Hier unten drunter geschrieben. Jetzt zurecht gekürzt, heißt es noch, was übrig bleibt. 10 mal 10 durch 4 sind 25 Meter pro Sekunde. Anderes Beispiel. Jetzt drehen wir es mal um. 10 Meter pro Sekunde in Kilometer pro Stunde umrechnen, bitte. Kilometer pro Stunde. Das heißt ja, er fährt so und so viele Kilometer in einer Stunde. Hier kann man sich immer nur eins vorstellen, ne? So, dann Action. So, jetzt mache ich mal kurz Platz hier. Wir wollen Kilometer pro Stunde haben. Dann sagen wir, na gut, okay, die 10 schreiben wir wieder ab. Wir machen mal gleich den Bruchstrich so länger. 10 mal 1 Meter sind 0,001 Kilometer. Auch kein Problem. Jetzt kommen wir noch zu den Sekunden. Eine Sekunde ist eine, erst schreibe ich es ausführlich und dann lösche ich es weg, eine 3600stel Stunde. Durch heißt mal. Also, das Ding geht automatisch auf den Bruchstrich. Nochmal zur Erinnerung. Wenn ich schreibe 1/2 durch 3/4, was passiert damit? Dann muss ich es ja eigentlich schreiben als 1/2. Durch 3/4 kann ich auch sagen mal 4/3. Jetzt gucken wir mal, was mit der 4 passiert ist hier. 1/2 durch. Durch. 1/2 durch 3. 1/2 durch 3. Die 3 ist hier unten geblieben. Da, wo sie hingehört. Durch. Nochmal durch. Heißt mal. Also sieht es dann so aus. Mit anderen Worten. 10 mal 0,000 und so weiter. Durch 3600. Kann ich gleich die 3600 hier wegnehmen. Und schreibe dementsprechend die 3600 hier oben hin. Also mal 3600 und jetzt hier unten Stunden. Ne, hier stand ja durch 3600 und dieses rutscht da hoch. Daher kommt es. Die 1, die kann ich mir schenken. Ausrechnen bitte. Das mit dem 1/2 durch 3/4 ist vielleicht noch nicht ganz klar geworden. Machen wir es mal so. Ich teile mal 5 durch 7/10. Ich teile 5 durch 7/10. Muss ich hinschreiben als 5 mal 10/7. Und jetzt müsste klar sein. Ich muss 5 durch 7 teilen und durch wird wieder mal. Das rutscht also hoch. Deswegen bleibt die Stunde, das ist wie die 3, bleibt die da, wo sie hingehört. Das entspräche der Stunde sozusagen. Machen wir das Ganze nur mit Buchstaben. Groß A durch C Detel. Groß A durch C Detel. Muss ich schreiben als Groß A mal D Zetel. Und automatisch sehe ich durch und nochmal durch. Hier. Durch. Nochmal durch, ergibt mal. Das D rutscht hoch. Noch ein Beispiel mit Einheiten in Chicherin Green. 5 Kilometer geteilt durch. Mensch, das wird mir schon langsam zu verrückt. Geteilt durch 4 Meter pro Sekunde. Was wird passieren? Gucken wir mal. Das ist 5 Kilometer. Und jetzt durch 4 geht unter den Bruchstrich. Meter geht unter den Bruchstrich. Durch. Die Sekunde rutscht oben drauf. Mal eine Sekunde. Und so weiter. Doppelbrüche. Funkelt's wieder? Daher kommt das. Hier stand ja, Sekunde ist 1/3000, also eine Sekunde ist eine 1/3600 Stunde. Die Stunde steht auf dem Bruchstrich. Das ist eine 3600 Stunde. Und wenn ich das durch
das teile, dann teile ich durch Stunde und durch ergibt mal 3600. So, das mal nebenbei. Jetzt. Mit anderen Worten, das ergibt in grün 36 Kilometer pro Stunde. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Was ist denn das wieder? Das verhält sich zu einer Sekunde, wie der ganze Quatsch zu einer Stunde. 90 Kilometer verhalten sich zu einer Stunde, wie der ganze Mist hier zu 3600 Sekunden. Auch hier verhält sich was, ne? Aber hier haben wir das nicht so direkt ausgedrückt. Ich könnte noch alles durch 1 teilen, das wäre albern. Aber Verhältnisgleichungen treten also immer wieder auf. Achtung, bei Antiproportionalität, je mehr, desto weniger, muss ich es anders hinschreiben. Sonst klappt es nicht. Aber ansonsten immer der gleiche Quatsch. Wird euch noch durchs ganze Leben begleiten. Gut, ich schließe das Video an der Stelle erstmal ab, sonst wird es zu lang und wir üben dann weiter. Diese Tauben.